Herzlich willkommen zu den Special Olympics Landesspielen 2017 in Hof. Heute ist der zweite Wettkampftag. Wir sind hier auf dem Sportplatz Grüneau und neben mir stehen die Schüler der Schule Moschendorf. Ich frage die Kinder jetzt einfach erstmal, wer will mir antworten? Du? Und wie ist es für dich, Bronze zu gewinnen? Ja, wir sind sehr zufrieden. Markus, bist du denn zufrieden mit deiner Mannschaft? Super Leistung. Die haben alle gekämpft, haben alles reingeworfen und am Ende ein verdienter Bronzeplatz. Ich bin in der 4. Klasse und das war dann das letzte Jahr und wir sind dieses Jahr Stadtmeister geworden und ich bin auch sehr zufrieden mit dem 3. Platz bei diesen Special Olympics. Ja, hallo, wir sind hier gerade am Untreusee bei den Radsportlern und neben uns steht jetzt die liebe Julia. Und wie ich sehe, Julia, du hast hier schon zwei Medaillen gewonnen, eine bronzene, eine goldene. Ja, Julia, gefällt es dir denn hier bei den Special Olympics? Natürlich, mir gefällt es ganz gut und es macht mir auch Spaß, das Radfahren. 3, 2, 1, go! Würdest du das wieder machen? Ja, auf jeden Fall, weil ich finde es schön, dass es sowas in Hof gibt, weil so eine große Veranstaltung gibt es eigentlich sonst nie. Ja, Angelika, ich habe gehört, du bist hier Finanzministerin. Naja, Finanzministerin ist ja doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich bin die Schatzmeisterin von Special Olympics Bayern, aber als solches verwalte ich die Finanzen. Toll ist es, dass am letzten Tag natürlich die Innenartikel schon ausverkauft sind. Drum mussten wir auch unsere Bertha, das ist ja unsere Schaufensterpuppe, mussten wir schon etwas umdekorieren. Und heuer haben wir erstmals sogar schon einen mobilen Fanshop. Das heißt, wir sind von Austragungsstätte zu Austragungsstätte gefahren, damit auch wirklich jeder Athlet sich irgendein Andenken mitnehmen kann. Ja, das finde ich super klasse, dass ihr das macht. So viele Sachen ausverkauft. Ja, aber die Bertha gefällt mir aber sehr, sehr trotzdem sehr gut, die Bertha.